Herzlich willkommen, liebe Zuschauerinnen und Zuschauer, hier in unserem Format Naturmedizin. Spitzensport an Krücken, das möchte ich heute mal thematisieren mit einem Wissenschaftler, der sich der Thematik seit über 20 Jahren angenommen hat. Er selbst ist Professor Dr. Elmar Wienecke. Er ist heute da. Herzlich willkommen, lieber Elmar. Danke. Schön, dass du da bist. Wir haben einige Sendungen schon miteinander gemacht über die sogenannte Mikronährstofftherapie, wo du ja als erster überhaupt weltweit eine Mikronährstoffdatenbank aufgestellt hast, wo man dann tatsächlich meine individuelle Werte Äpfel mit Äpfel vergleichen kann, erstmals, und damit eigentlich auch richtig supplementieren kann und nicht einfach nur aus dem Kaffeesatz heraus. Ganz genau. Und ich habe ja auch schon erklärt, dass ich selbst betroffen war. Gerade dieser Spitzensport an Krücken war ja auch die Keimzelle von dessen, wie wir angefangen sind. Aus einer universitären Einrichtung in eine gesellschaftliche Form Saluto, wo wir erstmal am Anfang nur die ganzen Spitzen, die Olympiasieger, die Welt- und Europameister betreut haben. Ja. Und dann habe ich ja gefragt, warum bin ich denn selbst so stark betroffen? Was ist eigentlich bei mir völlig falsch gelaufen? Ich habe sehr intensiv trainiert, bin immer eine körperliche Leistungsgrenze gegangen, aber das konnte man vor 30 Jahren nicht messen. Das konnte man gar nicht messen. Und heute ist es so, viele wissen das gar nicht. Ich behaupte jetzt mal ganz provokant, liebe Zuschauer, auch wenn Sie das vielleicht falsch verstehen sollten, jeder Spitzensportler hat das Immunsystem in AIDS-Patient. Der ist extrem anfällig. In extremen Situationen. Wir haben viele Olympiakandidaten betreut, die auch nachher Olympiasieger wurden, die in intensiven Trainingsphasen krank wurden, weil das Immunsystem suppressiv wird. Du bist extrem anfällig. Und in diesen Phasen brauchst du viel mehr an Mikronährstoffen, um dem Körper das zu geben, was fehlt. Denn es ist so, wir und auch der Sportler geht an sogenannte körpereigene Strukturproteine aus dem Knochen, aus der Knorpelsubstanz, die indirekt mit anderen Organen Energie liefern. Dieses an die Grundsubstanz gehen kann man messen. Und dazu habe ich Ihnen gerade eine Chart mitgebracht. Es gibt nämlich sogenannte Peridinium-Crosslinks. Also, was ist das denn? Das hat Professor Spitz hat mir mal vor 20 oder 25 Jahren gesagt, sind die angefangen in der Osteoporose. Bei Menschen, die extreme Probleme hatten, frühzeitig Knochenbrüche, wie auch immer, da hat man diesen Parameter mal genutzt. Und wir sind dann vor Jahren angefangen und haben gesagt, ist dieser Parameter nicht auch für uns, für Sportler oder für andere wichtig zu zeigen? Haben wir eine ausreichende Versorgungsleistung oder gehen wir in unsere strukturelle Reserve? Und was wir jetzt erkennen können, dass dieser Peridinium-Crosslinks ist der zweite Morgenurin morgens. Ist wichtig jetzt, wenn ich jetzt nachts fünfmal pillern gehe, dann habe ich ja nicht den zweiten. Ne? Ich muss den zweiten auch nehmen. Dann sieht man, das ist ein Indikator, die sogenannte PD-Wert-Indikator für den Knorpelstoffwechsel. Die PD-Werte, die DPD-Werte für den Knochenstoffwechsel. Und was wir herausgefunden haben über Jahrzehnte Forschung, dass diese mentale und physische Leistungsfähigkeit bei Sportlern unglaublich zunimmt und eine Leistungsminderung sogar da ist, wenn wir gewisse Größenordnungen überschreiten. Wenn wir zum Beispiel, wenn die PD-Werte über 85 Nanomol pro Liter, Millimol pro Liter Kreatinin liegen, habe ich ein ganz hohes Verletzungsrisiko. Oder auch wenn die Knochenstoffwechsel extrem hohe Werte haben. Das heißt aber jetzt, was bedeutet das jetzt für uns? Sie wissen, dass momentan Spitzensport oder Leistungs- und Spitzensport ist immer Grenzbelastung. Immer. Aber er ist ja für unsere jungen Menschen eine wichtige Struktur. Er zeigt den Menschen, was kann man wirklich erreichen. Es hat eine Vorbildfunktion. Aber die Vorbildfunktion kann doch nur erreicht werden, wenn wir den Menschen das geben, was geht. Und glauben Sie mir, ich habe vor 7 Jahren ein Buch geschrieben, Top Performance Explosion in Sports, das Anti-Doping-Konzept. Da bin ich in der Öffentlichkeit sehr zerrissen worden. Ist der denn wahnsinnig? Das Anti-Doping-Konzept, der gibt denen irgendwas, hat mit Doping gar nichts zu tun. Das Gleiche, was für Menschen gilt, gilt ja auch für den Spitzensportler. Der Mensch braucht das, was ihm fehlt. Das ist ja heute im Spitzensport eigener Standard geworden. Wenn Absolut. Ich sehe, also Formel 1, immer halt der Sportart, im Fußball, nämlich dem Fußball-Bundesliga, habt ihr es ja eigentlich weit gebracht mit diesen Mikronährstoff-Supplementierungen. Wenn ich jetzt nur an den Fall Leipzig denke, wo ihr auch an der dritten Liga bis in die Champions League gebreitet habt. In zusammen mit der Ernährungsveränderung von Kurt Moser, all die Faktoren spielen eine Rolle. Aber was ganz wichtig ist, und das ist das, was ich jetzt zeigen möchte, wenn man dieses Spektrum mal sieht, und man kann es dann projizieren auf den, nehmen wir mal an, du bist leistungsambitioniert, du bist nicht Spitzensportler, du bist beruflich voll involviert, du hast sehr viel zu tun und machst 10, 15, 20 Stunden Training in der Woche.
Das machen sehr viele. Mhm. Und wundern sich dann, dass sie trotz des Trainings krank werden, trotz des Trainings sich verletzen. Weil der Körper über die Ernährung das nicht mehr zugeführt werden kann, was er braucht. Das wird aber in der Sportmedizin weltweit immer noch stark kontrovers diskutiert. Weil auch da bisher ja nie eine Mikronährstoffdatenbank war. Wir haben jetzt aber mal nur unsere Datenbank durchleuchtet mit diesen 14.000 Leistungssportlern, die wir untersucht haben, kategorisiert, welche Sportart, wie waren die Umfänge, wo waren die Cluster, was haben die für Probleme gehabt und kann jetzt auch bei dem Sportlerbereich genau sagen, was braucht der Einzelne wirklich, um wirklich auch stabil das Immunsystem zu halten, um langfristig Top-Leistung abzurufen. Es gibt auch Menschen und Sportler, die verletzen sich nicht, weil die einfach vom Naturell sehr resistent sind, aber die mental und physisch völlig ins Burnout gehen. Mhm. Man liest ganz häufig Burnout-Situationen, Erschöpfungssyndrom, Kohl, ganz häufig bei Sportlern. Weil denen fehlt zum Beispiel HS-Omega-3. Wir haben über Omega-3 gesprochen. Wenn Sportler einen niedrigen Omega-3-Index haben, keine Kommunikation, keine biochemische Wirkung im Gehirnstoffwechsel, keine Regeneration möglich. Das bedeutet also, gerade da weiß man auch, wie wichtig, und das sind evidenzbasierte Studien, die Professor von Chucky durchgeführt hat, die wir aber auch für uns genutzt haben. Das heißt, wir lassen hier alle Messungen bei ihm machen. Aber es ist auch noch ein wichtiger Punkt, was du gerade gesagt hast. Ich mag mich auch jetzt bei mir erinnern. Ich habe ja jeden Tag 5 bis 10 Kilometer bin ich joggen gegangen. Ja. Und plötzlich kam der Punkt, wo ich Schmerzen hatte im Bewegungsapparat und eine Erschöpfung. Ich dachte, gut, jetzt pausierst du mal, aber das ist gar nicht das Pausieren. Es ist effektiv, der Körper hat viel mehr gebraucht und ich habe es ihm nicht zugeführt. Ganz genau. Und da gibt es im Leistungs- oder auch im Spitzensport eine, wir waren ja auch bei Jürgen Klinsmann, der amerikanischen Nationalmannschaft, wir haben ja alles untersucht, alle Sportler. Und wenn du dann siehst, wie die Versorgungsleistung auf der zellulären Ebene ist, auf der wirklich tieferen Ebene in den Erythrozyten, ist man total erschrocken. Aber auf der anderen Seite, warum soll es dem Spitzensportler denn besser gehen, wie dem Endverbraucher, der Diabetiker ist? Denn jeder hat einen unterschiedlichen Mikronährstoffbedarf. Aber deswegen darf ich auch nicht pauschal irgendwas geben, sondern genau das, was fehlt. Aber das muss ich messen. Mhm. Und deswegen sieht man jetzt, ein Beispiel zeige ich Ihnen jetzt, und das ist total spannend. Wir haben in einem europaweit einmaligen Präventionskonzept die Handballspieler des DHB betreut, die Junioren-Nationalspieler. Mhm. Von 2006 bis 2013. Insgesamt waren es 98 Spieler über einen langen Zeitraum. Und wir sind in diesem Zeitraum zweimal Weltmeister und zweimal Europameister geworden. Wir haben zahnmedizinische Untersuchungen gemacht, kardiologisch, internistische durch das Herz- und Diabeteszentrum, zahnärztliche Suchen durch ein Institut, sportwissenschaftliche und ernährungsphysiologische und das Energiekonzept. Und was will ich damit erklären? Wenn diese vielen kleinen Facetten zusammengebracht werden, hast du immer Erfolg. 2009, 2011, Weltmeister. Das war die Trainings- und Wettkampfphase, bevor die Weltmeister wurden. Ich zeige Ihnen jetzt Folgendes. Ich habe Ihnen noch gerade die Peridine im Crosslinks gezeigt. Habe gerade gezeigt, je höher die Werte sind, desto stärker gehst du an deine körpereigene Substanz. Was bedeutet das jetzt? Wenn ich so hohe Werte habe in der Vorbereitungsphase von der Weltmeisterschaft, das war eine Phase, wo die nicht alle regelmäßig das genommen haben, was fehlte. Haben die leider nicht gemacht. Man sieht jetzt hier, die DPD, der Knochenstoffwechsel war relativ hoch, war also im 15er Bereich. Die PD-Werte ist der zweite Morgenurin, war auch relativ hoch. Das zeigt, wir, die Sportler, haben zu dem Zeitpunkt nicht dem Körper das zugeführt, was fehlte. Mhm. Dann haben wir das nochmal untersucht, nochmal individualisiert, zugeführt über diese Rezepturen, die Apotheker zusammengestellt. Das haben wir alles gemacht. Und jetzt kommt was, liebe Zuschauer, gucken sich das mal an. So sah das 4 Wochen später aus. Das heißt, die Sportler sind nicht mehr an ihre körpereigene Reserven gegangen, haben nicht mehr ihren Knorpel-Knochenstoffwechsel. Keine Verletzungsanfälligkeit mehr. He? Mental höhere Fitness. Viele der Spieler haben dann gesagt, das war aber ein wichtiger Mosaikstein zu dem sportlichen Erfolg, den wir hatten. Wir waren fitter im Kopf, wir konnten besser uns regenerieren. Und hier sieht man einfach biochemisch, der Körper regeneriert besser. Er geht nicht an seine Grundsubstanz. Und zum Beispiel viele Ermüdungsbrüche, die teilweise nicht erklärbar sind bei Sportlern, entstehen häufig, weil wirklich Mikronährstoffmängel langfristig da sind, die dann quasi zu einer körpereigenen zu einer körpereigenen Beanspruchung von Strukturproteinen führt. Stellen Sie sich das so vor, Auto hat kein Benzin, bleibt der Motor stehen, fährst du nicht mehr weiter. Der Sportler will seinen Sport machen, geht nicht mehr, verletzt sich. So war es im Übrigen bei meiner Geschichte, zu meiner Zeit, als ich Profi werden wollte, genauso. Immer wieder schwerste Verletzungen ohne Fremdeinwirkung.
ohne Fremdeinwirkung. Und dieses Bild dokumentiert nochmal, wie das aussah. Und jetzt zeige ich Ihnen mal ein Bild, was ich mal erklären möchte. Wir haben ja vorhin, das ist jetzt Knorpel-Knochenstoffwechsel. Wir haben aber jetzt schon auch gesagt, dass die Balance zwischen An- und Entspannung, zwischen Sympathikus und Parasympathikus exorbitant wichtig ist. Und was wir jetzt hier sehen, Sie sehen dort 144 Profifußballer, die in einer Saison Mikronährstoffe genommen haben, gezielt individualisiert, und in einer Saison nicht. Mhm. Und das haben wir mal zusammengetragen, retrospektiv, rückwirkend. Das heißt also, aus unserer Datenbank sind die Datenbank reingegangen und da habe ich auch eine Arbeit zu schreiben lassen. Ich wollte jetzt mal wirklich dokumentieren, wie sieht das eigentlich aus? Die Schilddrüsenwerte haben sich normalisiert, haben wir schon ein paar Mal darüber gesprochen. Das wurde harmonisiert. Und jetzt sieht man, liebe Zuschauer, Sie sehen rot ohne Mikronährstoffe, Beginn und dann Vorbereitung, Hinserie, Ende, Rückserie. Man sieht jetzt hier quasi Folgendes. Man sieht jetzt, die Roten sind die Spieler, die keine Mikronährstoffe genommen haben, wo die Mikronährstoffe sogar fast um 26% runtergegangen sind. Die Aminosäuren auch fast um 26% haben abgenommen. Der Stressindex konnte sich überhaupt nicht verändern bei den Spielern. Aber bei der Gruppe, die jetzt Mikronährstoffe genommen haben, sieht man den Einfluss der fehlenden Mikronährstoffe auf die vegetative Balance. Es hatte weltweit bisher keine einzige Studie stattgefunden, die den Zusammenhang zwischen 24-Stunden HRV-Parametern und Mikronährstoffe gesehen hat. Wir haben es aber gemacht. Und hier sieht man nämlich jetzt, Stressindex geht runter, PNN50 ist die Bremse, also der Parasympathikus geht rauf und der Vegetative geht runter. Das heißt, dieses Bild zeigt über eine ganze Saison, welche Auswirkungen die fehlenden Mikronährstoffe auf die vegetative Balance der Sportler gebracht hat. Tja. Und das ist das, was wir immer wieder sagen, den Körper in eine eigene Regulation zu führen. Geben, was fehlt, auffüllen, runterfahren, halten. Nach unterschiedlichen Vorwettkampfphasen nimmt die Beanspruchung zu, brauche ich mehr. Also ich muss es adaptieren. Ne? Also da wird einfach mehr gemessen als jetzt im Breitensport oder bei uns Zuschauern. Da, wo vielleicht eine Messung oder zwei Messungen im Jahr reichen würden, wird halt hier viel mehr gemessen. Ja, ja, und da sieht man im Grunde genommen noch nur, welches, und deswegen, wir haben ja alle Erkenntnisse, die wir heute auch im diabetischen Bereich oder bei anderen Patienten gewonnen haben, aus dem Spitzensport gewinnen können. Diese Beeinträchtigung des Vegetativums in Richtung Harmonisierung ist dort im Spitzensport angefangen und hat sich dann in alle Bereiche transferiert. Das heißt also, die Zukunft, auch egal, ich will Ihnen mal ein kleines Beispiel geben. Ich muss jetzt aufpassen, weil wir haben sehr, sehr gute, wir haben Top-Weltranglistenspieler bei uns gehabt im Tennisbereich, die von 1 bis 10 platziert waren, also alles. Ne? Und da war mal ein Athlet bei uns, ich werde das mal neutral, auch nicht männlich und weiblich definieren, da muss ich ein bisschen aufpassen. Der kam zu mir und war Weltranglisten-Erster. Und irgendwann, nach einem dreiwöchigen Urlaub, im November kam er zu mir hin und da hatten wir diese Peridinium-Crosslinks gemessen, also das gemessen, was wir hier gerade gesehen haben. Die waren ganz hoch, nach einem dreiwöchigen Urlaub. Dann habe ich gesagt, ich würde in dieser Phase, das war die Vorbereitung für die Australian Open im kommenden Jahr, mit dem Training moderater anfangen, dem Körper zu geben, was fehlt und dann das Training zu intensivieren. Wurde ignoriert, drei Wochen später Bandscheibenvorfall. Das heißt also, der Körper konnte vorher schon, du konntest vorher schon sehen, dass irgendwas in dem Körper in eine Dysregulation geführt hat. Der hatte sich von der Vorbelastung überhaupt noch nicht regeneriert. Noch gar nicht regeneriert. Das muss man sich mal vorstellen, weil die Strukturproteine waren stark beansprucht. Jetzt kommt die nächste Vorbereitung. Und dann, es geht natürlich um viel Geld, keine Frage, Leistungssport wissen wir alle, aber dann muss ich einfach helfen, mit der gezielten Zufuhr den Sportler in die richtige Richtung zu bringen. Und wir haben es wissenschaftlich dokumentieren können. Und deswegen habe ich damals das Buch geschrieben, das waren so die Anfänge, mittlerweile sind wir viel weiter. Damals hieß es noch, Leistungsexplosion im Sport, das Anti-Doping-Konzept. Mittlerweile sind die Ergebnisse nicht out, aber komplett modifiziert durch die neuesten Ergebnisse von der Beanspruchung des vegetativen Nervensystems. Und wenn man das jetzt wirklich sieht, dann weiß man wirklich, in welche Richtung das Ganze gehen kann. Und dann macht auch Sport wieder Sinn. Und es ist auch schön, Idole zu haben.
aber Idole müssen gesund bleiben. Mhm. Und ohne die gezielte Zufuhr und die Ernährungsveränderung, wichtiger Faktor, Glykoplan, Kurt Moseter, läuft das sowieso nicht. Aber nochmals, ich meine, das ist jetzt wirklich Formel 1, was wir hier sehen. Und eigentlich ist ja auch die Formel 1 stellvertretend für die ganze Automobilindustrie Vorreiter. Und hier sehen wir jetzt eigentlich mal rein, wie es in der Formel 1 Laufmedizin und was eigentlich auf uns zukommt. Aber wir Konsumenten, wir betroffenen Breitensportler, allgemein Menschen, die wie jetzt nicht im Spitzensport mitmachen, ist doch genau eins zu eins genau gleich relevant. Ja, und das ist ganz wichtig, was du gerade sagst. Viele Menschen, die jetzt nicht Spitzensportler sind, aber die für ihren Körper Spitzensport betreiben. Nehmen wir mal den Mensch, der jetzt beruflich 70 Stunden arbeitet und gleichzeitig noch vielmäßig sportmäßig kompensiert. Der geht ja häufig an seine Leistungsgrenze. Der fährt also, nehme ich mal an, sein VW Porsche-mäßig. Mhm. Also dieser Mensch, der jetzt kein Spitzensportler ist, der macht seinen Leistungssport. Aber führt dem Körper ja das nicht zu, was er hat oder was er braucht. Was macht der Körper denn dann? Der wird Signale streuen. Entweder hört er auf, weil er Achillessehnenprobleme hat, was auch immer. Oder Raubbau, bis irgendwann halt nichts mehr da ist. Ja. Ganz genau. Das heißt, selbst der Leistungssportler, der sehr ambitioniert ist, hat doch die gleiche Problematik wie ein Spitzensportler. Zwar auf einer ganz anderen Ebene, deswegen muss ich auch bei dem messen, was ihm fehlt. Und da passiert leider im Sport, und das ist leider auch das Dopingproblem, viele nehmen irgendwelche Substanzen, die noch nicht mal Doping geprüft sind. Das geht natürlich überhaupt nicht. Das ist natürlich fatal. Also das muss alles auch wieder individualisiert geprüft werden, damit es auf einer seriösen, auch wissenschaftlichen Basis steht. Nur das machen eben wenige und deswegen wird auch ganz großer, also ich kann mich erinnern, wenn ich da teilweise Sportler sehe, die kommen da mit solchen tonnenweisen Aminosäuren an, da sage ich, die kannst du nicht nehmen. Ich weiß nicht, musst du überprüfen lassen. Du musst das überprüfen lassen, ob die dopingfrei sind. Also nur, was wir machen, ist im Grunde genommen eine individualisierte Mikronährstofftherapie, die den Athleten dazu in die Lage versetzt, mental und psychisch Belastung besser zu tolerieren und langfristig auch viel besser in die Schlafphase reinzukommen. Also die gesamte Balance des vegetativen Nervensystems bei den Top-Athleten wie auch bei dem Leistungssportler ins Lot zu bringen. Und das passiert leider bei den meisten Menschen, die sportlich ambitioniert sind, so wie ich, nicht. Du musst im Grunde dem Körper auch geben, was fehlt. Dann ist Sport sinnvoll. Wow. Weißt du, jetzt habe ich gerade so einen Satz im Kopf. Der liebe Gott hat sich was gedacht, wie ein gesunder Mensch aussehen sollte, mit was für Mineralien er versehen sein sollte, damit alles funktioniert. Und dann funktioniert's. Und kaum haben wir Nährstoffdefizite über die Ernährung, wo unbestritten einfach da ist, wissen wir, gibt es Reaktionen. Und wenn wir außerordentliche Leistungen vollbringen, wird der Raubbau vollzogen am Körper und wir werden wieder krank oder verletzungsanfällig oder zu einer Pause gezwungen. Was du eigentlich mit dieser Datenbank erstellt hast, sind eigentlich letztendlich Normwerte, die einfach, ich sage es einfach nochmal, vielleicht wirklich irgendwie eine kosmische Ordnung haben. Und wir sollten uns versuchen, wieder daran zu halten. Und es ist möglich, einem 53-jährigen Mann zu vergleichen in der Datenbank, was sind die Sollwerte, was sind die Habenwerte. Und ich werde das auch machen, muss ich ehrlich sagen. Seit ich so viel Sport gemacht habe, fühle ich mich nicht so wohl im Körper. Da ist was. Irgendwelche Mängel sind da, völlig begreiflich. Und wenn ich jetzt das finde und einen Cocktail kriege mit einer Tablette, wo alles drin ist, großartig, oder? Das ist doch Medizin der Zukunft. Das ist die Formel 1. Und die hast du uns wunderbar dargelegt, jetzt mit diesem Beispiel Formel 1. Echt super. Und dass das wirklich die ersten seid mit einer Datenbank in dem Mikronährstoff, ist ja eigentlich peinlich. Ja, weil im Grunde genommen muss man eins sagen. Es ist erstmal, und das ist nochmal wichtig, es ist eine Evidenzbasierung, die retrospektiv die ganzen Daten aufgearbeitet hat und jetzt wirklich Zeit ist von den medizinischen Fachgesellschaften in die Kategorie 1C, ist also hoch anerkannt mittlerweile, weil aber bisher keiner die Daten ausgewertet hat. Wir jetzt aber durch meine Studenten auch die Möglichkeit, die Dinge auszuwerten, wird es auch in der nächsten Zeit noch viel weitere neue Ergebnisse geben. Aber lassen wir denn die Kirche im Dorf. Letztendlich habt ihr keine Lobby. Die Mikronährstoff wird nicht letztendlich über die große Fahne hinausgetragen werden.
weil da sind keine Interessen da, man kann nichts verdienen, oder? Es gibt nur Laborwerte und es gibt Supplementierung, die fast nichts kosten. Und letztendlich hast du einen gesunden Patienten. Und wer soll finanzieren? Wer soll das bezahlen, dass die Menschen gesund sind? Ja, das ist auch ein guter Abschluss. Es gibt eine ganz wichtige Entscheidung. Ein bekannter Forscher hat mal gesagt, Gesundheit ist nicht das Gegenteil von Krankheit, sondern die Balance von individueller Lebensenergie. Mhm. Und das ist das Entscheidende. Wir wollen ja gesund bleiben, mit Lebensqualität alt bleiben. Und das ist ja gar nicht, wenn man ganz provokant das sieht, gar nicht gewollt. Wir könnten es tatsächlich, wenn wir diese Mechanismen begreifen, wenn wir auch in die Approbationsordnung der Ärzte diese Dinge zu integrieren. Klar. Weißt du, da sagt man schon seit 200 Jahren, weiß man, dass das Milieu entscheidender ist und nicht der Erreger. Und jetzt reden wir eigentlich über das Milieu. Und alle wissen's. Epigenetik sagt ja auch Milieu, Milieu, Milieu. Aber niemand hört hin. Und das sind schulmedizinische, wissenschaftliche Fachbereiche einfach wieder ohne Lobby. Aber jetzt die Frage. Wir haben viele Väter und Mütter da zu Hause, die sagen, mein Kind macht Spitzensport, Leistungssport. Es ist extrem gut, aber ich will auch, dass es gesund und ohne Verletzungen Hochleistung betreiben kann und vielleicht sogar noch so ein bisschen besser wird. Die sind ja eigentlich jetzt ganz, ganz wichtig, auch beraten, wirklich das Kind zu begleiten. Die müssen die Nährstoffe und eine Messung. Ja, und die müssen nach Saluto kommen. Die müssen nach Saluto, weil das ist nicht über Energy for Health möglich. Das muss bei Saluto laufen, weil da wird das eine umfassende Analyse gemacht, weil im Grunde genommen der Sportler sehr ambitioniert ist, viele, viele Problemsituationen hat. Um das zu optimieren, kann man dem helfen. Und dann ist aber auch da, was du schon richtigerweise angedacht hast, immer die Verbindung, gibt was fehlt. Ende dein Ernährungsverhalten, dann wirst du langfristig auch gesundheitlich stabil bleiben. Aber selbst auch die erschöpfte Hausfrau zu Hause oder die erschöpfte Frau im Business drin oder Mann, ist es eigentlich genau das Gleiche. Ja. Mal eine Messung machen, was fehlt denn, warum ich mich nicht gut fühle. Ja. Und dann über die Basics, über die Basismedizin, aus den Molekülen, die wir erschaffen wurden, was fehlt hier? Und letztendlich habe ich eine unfassbare biochemische Reaktion hier oben, die mir dann ein Unwohlsein gibt. Alle wir können das machen. Und solche Sendungen wie hier, und deswegen komme ich auch immer sehr gerne, dienen ja dazu aufzuklären, Menschen zu informieren und Menschen mit dem Thema zu konfrontieren. Vielleicht noch ein wichtiger Hinweis, wo du gerade ich gerade machen. Ja, und du kannst nämlich diese Dinge können sogar abgerufen werden, und zwar nicht als Buchform, sondern sie gehen auf die www.fh-mittelstand.de auf diese Seite der Fachhochschule des Mittelstands in Bielefeld, gehen auf das Button Forschung und dann auf Thema Publikation. Dort können Sie die letzten 4 Hefte, die wir geschrieben haben, abrufen, kostenlos die evidenzbasierten Studien sich angucken. Es ist halt überhaupt kein Problem. Also das jetzt auch für alle Therapeuten, bis hin zu Apotheker, alle, die sich mit Mikronährstofftherapie können beschäftigen, gerne abrufen. Die können sogar einen Masterabschluss machen, die können einen Studiengang machen an der Fachhochschule des Mittelstandes. Und das ist etwas, was ich gerne sage, weil es einfach von unfassbarer Bedeutung ist für die Gesundheit, für die Salutogenese der Gesellschaft. Ein Jahr ungefähr geht so eine Ausbildung? Nein, also ein Masterstudiengang 2 Jahre. Mhm. Es ist aber so, im ersten Jahr sind die Grundsätze gelegt, im zweiten Jahr gibt es dann die Masterarbeit. Aber die Präsenz ist ja nur 4 bis 5 Mal im Jahr. Mhm. Der Rest ist online. Aber es ist für jeden Arzt, der selbst praktiziert, machbar. Mhm. Und für jeden. Aber es hilft uns weiter. Wir alle müssen Multiplikatoren suchen, um das Thema wirklich weiter zu etablieren. Aber es wird immer mehr kommen. Ich sage nochmals, eigentlich ist es das die Basis für jeden Arzt. Eigentlich ist das das Grundwerkzeug. Darauf sollte man theoretisch aufbauen. Aber das System ist halt noch nicht so weit. Und diese Erkenntnisse, was wir heute alles messen können, labortechnisch, war ja früher auch noch nicht da. Nein, das stimmt. Also das sind schon herausragende Laborleistungen vorhanden gewesen. Und jetzt eben die Datenbank, diese die Werte überhaupt in einen sinnvollen Kontext zu bringen. Ist auch das Doktorieren möglich in diesem Studiengang? Ja, ich bin gerade dabei, und zwar eventuell an Dr. Public Health. Da bin ich gerade dabei. Ich habe das Buch hier auch, dieses Buch, ich habe es mir mitgebracht hier. Man sieht hier, The Power of Micronutrients, Milestone in Medicine and Health. Mhm. Bin gerade mit der FAM dabei, auch da die Möglichkeit zu schaffen, in diesem Bereich zu promovieren. Also das will ich auch machen.
Es ist mein persönlicher Wunsch, diesen Menschen, die dann noch ambitioniert sind, auch da in eine Promotion zu verhelfen. Ja, es ist schon wichtig, letztendlich auch für die Reputation nach außen zu sorgen, denke ich. Und das ist sicher auch ein Aufhänger für viele unserer Zuschauerinnen und Zuschauer, die gerne Weiterbildung machen über QS24 und hier gesehen haben, hier habe ich echt eine Möglichkeit, was zu leisten. Wie viele Arbeitsintensivitäten rechnest du da pro Woche? Ja, das ist, also, es ist ein Mittwochabend, ist immer von 18 bis 21 Uhr diese virtuelle Fortbildung. Ja. Und 2 bis 3 Mal im Monat. Mhm. Und jede 8. Woche trifft man sich. Ja. Und das ist eigentlich wirklich gut machbar, auch für die, die im Berufsleben vollstehen. Tägliche Aufgaben gibt es da nicht viel? Nein, sondern es hängt davon an, welche Grundvoraussetzungen bringst du mit. Aber ich bin ja, das ist ja auch eine Fachhochschule des Mittelstands, wo wir kleine Gruppen haben, maximal 10 bis 15 Studierende pro Jahrgang, nicht mehr. Ja, ich habe es schon gehört von deiner Frau, aber das ist eine Illusion, gell? Vielleicht, irgendwann wird es, ja, der Bedarf, dann müssen wir das klonen, das ist keine Frage. Keine Frage. Aber ich möchte einfach, wir sind ja in der Entwicklung und da ist ja noch nicht Schluss. Aber es ist einfach so, wenn wir kompetente Mediziner oder Therapeuten weiterbilden wollen, dann möchte ich in kleineren Gruppen arbeiten, das kann man ja alles noch aufbauen, anstatt große Gruppen zu nehmen. Denn auch da zählt die individuelle Kommunikation mit dem Studierenden. Denn diese Masterarbeiten, die ich hier vorgestellt habe, kommen doch nur zustande, weil der Dialog zwischen mir und den Studierenden da ist. Mhm. Und so stelle ich mir das vor. Mhm. Ich will nicht, also ich kenne viele deine andere. Studenten sind deine besten Lehrer. Ja. Letztendlich. Und ich habe auch natürlich mein Ernährungsverhalten durch Kurt Moos komplett verändert. Mhm. Ich bin fast Vegetarier, ernähre mich ganz anders mittlerweile, weil ich einfach durch dieses Studium selbst dazu lerne. Ja. Jeden Tag. Du siehst die Fakten halt, oder? Ja. Große Ehre gewesen. Danke ganz herzlich. Super. Das war für Sie, liebe Zuschauerinnen und Zuschauer, der Professor Dr. Elmar Wienecke. Und ich muss schon sagen, das war ein großes Highlight jetzt auch für mich mal wieder, etwas lernen zu dürfen und zu sehen, wo die Formel 1 der Medizin ist und was wir eigentlich alles jetzt schon, Sie und ich, konsumieren könnten. Es gibt aber einfach nur noch sehr wenige kanalisierte Wege, um auf diese Medizin zuzugreifen. Aber irgendwann wird sie sich auch flächenmäßig verbreiten, wenn die Lobby es zulässt oder eben letztendlich viele aufgeklärte Mediziner aus der Komplementärmedizin einfach das Wissen haben und es eben einverlangen und eben beim richtigen Labor diese Daten einholt und in die Datenbank vergleicht. Also es kommt alles auf gutem Weg, aber wenn Sie betroffen sind zu Hause, gerade über diese Sendung, Sie wissen, wo Sie sich hinwenden können, um hier etwas eine Lücke zu schließen. In diesem Sinne nochmals herzlichen Dank, lieber Elmar. Danke. Klasse. Gut. Total begeisternd. Meine Mutter hat schon gesagt, sie macht ein Studium. Hab ich schon gehört. Das ja, super. Ja. Der Hund macht mit. Ja, sicher. Natürlich. Klar, muss man sich auch gleich überlegen, ob ich dann einer deiner Schüler werde. Mal schauen. Ich wünsche Ihnen alles Gute. Bis ein anderes Mal. Auf Wiedersehen miteinander.